6. November 2038, 19.51 Uhr. Connor steht im Regen und weiß nicht wohin. Und wir wissen es auch nicht. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Detroit Become Human. Wir spielen also den Herrn Connor wieder. Und wir müssen Amanda mal wieder finden. Ach, da hinten leuchtet schon was Geld auf. Gelb, nicht Geld. Gelb. Immer nur diese geldgeilen Säcke. Nein. Und hier ist wieder diese komische Säule, die ich wieder anfasse. Connor scheint damit... Wir können sie nochmal anfassen. Okay, Connor kann damit auch nicht so wirklich was mit anfangen. Weißt du was? Wir gehen mal den großen Weg. Das ist schon schön hier. Aber wo ist das? Vor allem, was sind das hier für Brücken und halt komische Skulpturen? Ist das hier real? Ich weiß es Hallo, nicht. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Liebend gerne, Amanda. Aber warum haben wir vorhin an Ansehen verloren, als wir gesagt haben, wir würden gerne Freundschaft mit Hank? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Oh. Abweichler handeln völlig irrational, was es schwierig macht, ihre Aktion vorherzusehen. Aber ich hätte effizienter sein müssen. Konntest du etwas herausfinden? Ah, wir haben nur einen Weg freigeschalten. Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Was noch? Er war von Vögeln fasziniert. Abweichler können Interesse an Lebensformen zeigen wie Insekten und Haustieren. Aber nicht in dieser Form. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Hanks Rettung, ja. Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Das stimmt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Boah. Die Frau ist mir eindeutig nicht geheuer. Befreundet, ja. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich richtig. So. Suche Lieutenant Anderson. Ja. Alles hat seine Zeit, hä? Wir kundschaften erstmal die Nachbarschaft aus. Okay, vielleicht doch nicht.
so. Ja gut, hier werden wir nichts finden können. Obwohl, warte mal. Können wir was am Auto gucken? Was steht da drauf? Ach, Detroit. Wir können doch was am Auto gucken. Ah, wir können gucken. Was ist da drinne? Ist das eine Musikanlage? Ich kann das nicht erkennen. Wollen wir mal gucken? Reinspähen. Ich sehe nichts. Seht ihr was? Nein. Lieutenant Anderson. Oh, direkt penetrant. Finde einen Weg hinein. Richtig penetrant, weil... Oh, ich hasse ja so Leute, ne? Die haben gerade geklingelt. Die haben gerade geklingelt. Und die tun sofort nach 3 Sekunden nochmal. Ach, Hundi. Wie hieß der? Sumo, glaube ich, ne? Ja, Sumo. Sumo hieß der. Das könnte vielleicht noch nützlich sein, dass wir das wissen. Ah. Hier können wir nochmal reingucken. Ah. Hank ist ohnmächtig. Oh oh. Lieutenant Anderson. Das ist natürlich scheiße. Aufbrechen? Nein. Ich muss... Boah. Ruhig. Hi, Sumo. Sumo, ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Hundi. Ich will deinen Besitzer retten. Hundi, Hund. Feiner Hund. Oh nein, Hank, was ist los? Halt, untersuchen. Analysieren. Ja, die Flasche war mir klar. Schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Was? Black Lamb. Schwarzes Lamm. Oh nein. Magnum. Eine Kugel übrig. Oh Hank, ey, nein. Warum denn? Hank, was soll denn der Quatsch? Leichte Arrhythmie, keine Anzeichen eines Traumas. Gott sei Dank. Spuren von Alkohol, schottischem Whisky. C2H5OH. Unter die Chemie, Chemikanten, die in Zukunft irgendwas mit Chemie machen wollen, direkt Zettel holen, aufschreiben. Das ist die Formel von Alkohol. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant. Ich bin es, Connor. Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Der Hank. Oh, der Hank ist so sympathisch. Also, ey. So. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, der, ich finde ihn so goldig. Guter Hund. Quasi. Ich glaube, ich muss kotzen.
Auf dem Klo. Komm. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Was soll das? Ich bin nicht mal im Sack. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Schön sitzen bleiben, mein Freund. So, jetzt gibt erstmal kalt Wasser. Was zum Teufel machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht geben Sie den Fall ab. Jemand anders wird zugewiesen und ich kann die Mission fortsetzen. Nein! Verdammte Mission. Alles andere ist dir egal. Hä? Hören Sie, Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Das war scheiße. Verschwinde endlich hier! Das war scheiße. Das war nicht gut. Necken. Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Ja. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Oh, ich glaube, das hat keine negativen Auswirkungen gehabt. Oh Gott, oh, diese scheiß Hinweise, ne? Diese Wörter. Du weißt nicht, was der sagen will. Oh, das ist furchtbar. Ich hasse sowas. So. Hier sind Klamotten. Da. Was möchten Sie anziehen? Scheißegal. Was passt denn zu ihm? Streifig. Streifig passt. Ja. Das sieht, glaube ich, gut aus. Scheißegal. Oh, der Hank. Ich mag ihn. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja. Ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Warte auf Hank. Erfahre mehr über Hank. Okay. Im Schlafzimmer sind immer... Ach, guck mal. Das werden wir auch vielleicht mal später irgendwann lesen, aber ich will mehr über Hank rausfinden. Hier ist schon mal nichts mehr. Ja, ja. Ja, Fast Food, ist klar. Halt. Oh nein. Verstorben. Hank hat seinen Sohn verloren. Oh nein. Shit. Shit. Schnell. Was können wir noch untersuchen? Geht uns nichts an. Ist Hank suizidgefährdet? Ach, Hank. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Oder hätten wir fragen sollen? Ach, ich weiß es nicht.
Oh, da waren noch vier Sachen. So schnell kannst du gar nichts untersuchen. Streifiges Shirt. Distanzierte Haltung. Ach, Mensch. Gut, wie gehst du da ran? Du bombardierst ja einem in der Situation nicht direkt mit irgendwelchen Fragen. Naja. 6. November 2038. 20:01 Uhr. Im Hafen von Detroit. Wahnsinn! Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Gelange zu Cyberlife. Oh je. Ich habe schon wieder so ein bisschen Sie dürfen Angst. Es nicht sehen. Dass wir hier wieder irgendwie mit Leben und Tod konfrontiert werden. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Hier hinterherlaufen? Ja, können wir. Dort hinten müssen wir hin. Hallo? Ich wollte es eigentlich so schön ruhig haben, wie gerade bei Hank. Nicht schon wieder so stürmisch hier. Das Lager ist davon. Wir sind fast da. Ja, Mark ist übelst der Parkourläufer. Beseitige die Drohne. Oh nein. Ah, jetzt müssen wir erstmal einen Weg finden. Würde bemerkt werden. Okay. Also den Weg können wir schon mal vergessen. Das wäre zu hoch. Wenn wir auch nicht schaffen. Was haben wir noch? Hier? Von dort? Von dort hier ran? Wäre auch zu hoch. Okay, das wäre zu weit.
Ah, wir haben den Weg gefunden. Gut. Okay. Ja, bist du okay? Hat funktioniert. Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Yes! Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Und Jericho. So viel ihr könnt. Sehr gut. Josh auch. Wunderbar. Super. Gut. Da lang. Oh ja, oh ja, oh ja. Blaues Blut. Sehr wichtig. Oh nein. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Oh nein. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Wache umbringen? Nein, auf gar keinen Fall. Nicht weglaufen? Verstecken? Nehmen und verstecken? John? Wir töten keine Menschen. Ich brauche deine Hilfe. Wir versuchen John? Es. Oh nein, Messer. Freilassen, warten. Wir warten. Psch, 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 psch. Erst die Drohne, dann das. Echt super. Oh. Oh Gott. Steck den Rest ein oder nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Da ist noch blaues Blut. Wo ist der Typ? Also der Android. Die Androidenwache. Ach, der steht da. Okay. Überprüfe die größere Kiste. Ist das die größere Kiste da? Oh oh, das ist so laut, oder? Ah, nee, bisschen leiser. Nein. So. Androiden. Warum seid ihr nicht Fifi? Wollt ihr denn nicht frei sein? Sie befreien? Ihr könntet mitkommen. Marcus ist RA9. So viel mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Ja, wir müssen langsam weg. Nehmt mich mit. Er ist auf Ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Nein. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Nein, wir nehmen ihn mit. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Er kann uns vielleicht helfen beim Rauslaufen. Sie kommen mit uns. North? Ach so, ich weiß, wo ja. Noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. 2 menschliche Wachen
Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Boah, wir sollten es versuchen, ne? Wir versuchen es. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Okay, jetzt sind wir wieder gestiegen bei North. Bei Joss sind wir aber, finde den Schlüssel, bla bla bla. Simon sind wir auch gestiegen. Gut, finde den Schlüssel. Okay, Hunde, das ist nicht gut. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir vorne rein marschieren. Fenster öffnen. Wo sind wir denn jetzt hier drin? Okay, das sieht aus wie das Bad. Verdammte Hunde. Warum? Oh nein, oh Gott, oh Gott. Schon wieder. Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Da ist der Schlüssel. Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Oh, oh, oh. Hier ist es besser. Kümmere dich um die Wache. Können wir nicht nochmal raus? Und irgendwas... Ah, Mist. Aber was machen wir denn jetzt? Die Wachen nach draußen locken. Ja. Du, fällt das nicht auf, wenn auf immer die ganzen Fenster auf sind? Wache aufmerksam machen. Scheiße, was war das? Das war ein Fässer. Schnell, 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 schnell. Oh Mann, scheiße. Jetzt, schnell den Schlüssel holen. Ja, nun beeil dich doch, Mensch. Ja, genau da. Kehre ich zurück zur Gruppe. Da ist aber noch irgendein Weg. Da ist noch irgendein Weg. Hast du ihn? Cool. Ach so, das... Oh Gott. Ich denke immer, wir haben irgendwas verpasst. So, schnell jetzt, rein hier. Jetzt schnell raus. Muss ich selber fahren? Muss ich? Nein, ich muss nur gedrückt halten, Gott sei Dank. Oh, 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 oh. Die werden kontrollieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Yes! Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Jericho bewundert. North befreundet.
Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Unsere Entscheidungen formen deren Schicksal, wie die Lucy gesagt hat. Also seine Entscheidungen. Marcus hat einen Laster voller Teile gestohlen. Oi, ich will eigentlich gar nicht wissen, was hier passiert wäre. Schlüssel stehlen, Wachen meinen, Wachen auflauern. Das haben nur wenige gemacht, okay. Wachen meinen haben wir geschafft, Schlüssel finden, ja, alles klar. John hat Schlüssel erwähnt. Haben wir angenommen? John möchte dabei sein. Die mussten wir mitholen. Die hätten wir nicht da lassen können. Menschliche Wache geht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir da stillgehalten. Und haben keinen riesen Tara gemacht. Marcus unverletzt? Wir hätten Marcus auch... Oh Gott. Okay. North folgen. Okay, wir hätten auch jemand anderem folgen können. Hier auf meinem Bildschirm ist eine Fliege. Geh weg. Gut. Ist ja ganz gut gelaufen, muss ich sagen, ne? Das Doofe ist, wir haben jetzt eine richtig doofe Zeit. Von der Folgenlänge her. Aber wisst ihr was? Ich beende jetzt die Folge hier, weil sonst wird die echt zu lang. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Overplayed and out. Tschüss.